Dankeschön, liebe Gäste. Kopenhagen. Ja, bis auf Fix Beilerbecke bei dieser Band, den Wolverines gelandet ist, da vergingen einige Jahre. Ich habe Ihnen so gesagt, er hat sich selber beigebracht, Trompete spielen. Hat dann angefangen in einer Band, die hieß Neil Buckley's Novelty Orchestra, eine Schülerband. Und wie so geht mit den Schülerbands, die waren billig. Man hat sie immer wieder geholt zu Festle. Und rings um Davenport, da ist er aufgewachsen, hat er immer wieder gespielt. Aber in Amerika gab es damals schon eine Musikergewerkschaft und man musste eine Prüfung machen. Und da er praktisch sich alles selber beigebracht hat, er konnte keine Noten lesen, fiel er zweimal durch die Prüfung. Und es war eine absolute Katastrophe. Und erst beim dritten Versuch hat er es dann geschafft, ging weg von Davenport, ging nach Chicago und hat da Kollegen gefunden, die sich dann später die Wolverines nannten. Und da begann dann seine ganz, ganz große, seine super Karriere. Und im ganz, ganz jungen Alter, im zarten Alter von 21 Jahren hat er seine ersten Schallplatten gemacht und Riesenerfolge erzielt. Nächster Titel wird Ihnen mit Sicherheit bekannt vorkommen. Singing the Blues, eines seiner bekanntesten Stücke. Diesen Song haben viele Dixieland-Banden noch im Repertoire. Ganz, ganz tolle Nummer. Lothar Binder wird zum ersten Mal singen, mit seiner wunderbaren Stimme. Und ich habe die große Ehre, ich darf Ihnen das Original-Solo von Leon Big Spiderbeck aus dem Jahr 1927 spielen. Und meine Dame, ich hoffe, es wird mir gelingen.